spotted something. Eine Perle und ein was auch immer. Im Waschzuber war auch was versteckt. Skorvik, Schicksalsbitter von Ton und Gnade, bitte, Gnade, töte mich, beende meine Qual, ich flehe dich an. Er wirkt vergeblich zitternd und blutüberströmt. Ihn freilassen, hoch mit dir, so dass ich gehöre zu den Geschmähten. Ihn am Kragen packen und seinen Kopf so lange gegen die Wand schlagen, bis er stirbt. Wenn ich deinen Tod befehlen soll, so muss ich zuerst hören, mit welchen deiner Taten das zu rechtfertigen wäre. Und warum sollte ich das tun wollen? Sprich weiter, weggehen, ihn freilassen. Danke, danke, Schicksalsbitter. Ich schulde dir mein Leben und mehr. Ich hätte ihn erst ausfragen sollen. Aber gucken wir mal, was hier liegt. Hier befindet sich eine Schriftrolle, die von mythischer Energie leuchtet. Neuen Zauberakzent erlernt. Sigil des abprallenden Bolzens. Sigil des chaotischen, Sigil des kristallisierenden Stärke. Achso, hier. Weniger mächtige Sprünge für Zauber. Wie den da zum Beispiel? Ja, könnte ich machen, aber dafür bräuchte ich mehr Wissen. On it. Gut, da oben wartet nochmal ein böser Kampf auf uns. Die hier bammenden Seile dienen als sehr verzweifelter Versuch, ja. Das kennen wir ja schon. Ich frage mich nur, warum der hier und seine beiden Bluthunde mir noch nicht feindlich gesinnt sind, wenn dahinter der Blutkantor und die scharlachrote Hüterin uns feindlich gesonnen sind. Also, wie immer die Standardprozedur. Du kannst nichts, du kannst Feuerwaffe, du kannst deine Waffe boosten. Heute ist wohl mein Glückstag. Der Purpurspeer neigt ihren Kopf zur Seite und mustert dich misstrauisch durch ihren Helm. Ich darf also meine Arabella im Blut eines Schicksalsbinders baden. Sie geht in eine breite Hocke und dreht ihren langen Speer über ihrem Kopf. Als sich die Geschwindigkeit erhöht, beginnt der Bronzespeer zu wummern und durch die Luft zu fauchen. Sie überblickt die Zerstörung, die du über ihre Siedlung gebracht hast, die Leichen und das Blut zu ihren Füßen. Und ihre Haltung wird steif, ihr Griff und dem Speer wird fester, bis ihre Arme zittern. Ich habe nicht mein Letztes gegeben, ich habe nicht diejenigen abgeschlachtet, die mich bis in die Träume verfolgen, nur um von einem Kyros verdammten Schicksalsbinder hinweggefickt zu werden. Das wirst du bereuen, hörst du? Du wirst es bereuen, jemals hierher gekommen zu sein. Sie schlägt mit ihrem Speer gegen den Boden laut wie ein Peitschenknall und ihre Arme zittern von der Wucht, als der Heft wieder zurück in die Luft schnellt. Sie lacht laut, kehlig und zufrieden, begierig darauf, ihre Kräfte mit den deinen zu messen. Irgendwelche letzten Worte? Wenn du damit die letzten Worte meinst, die du jemals hören wirst, wie steht es damit? Du wirst jetzt sterben. Nun trau dich doch. Ehrlich gesagt, geben wir langsam die Worte aus. Scharlachrote Hyäne, ich werde dich im Namen der Legion erschlagen. Aufregung deuten. Hey, was ist dort da drüben? Wenn das die letzten Worte sind? Pah, sie spuckt heftig aus. Unverschämter Pockenschwanz. Ich werde es genießen, wenn ich dich heute. Langsam über die nächsten paar Wochen.
Du hoffst am besten, dass du das nicht überlebst. Mit diesen Worten lässt sie ihre Halswirbel knacken, hebt ihren Speer und stürmt auf dich zu. Okay, ihre Bluthunde sind aggressiv, aber alles dahinter haben wir noch nicht angepisst, sag ich mal. So weit, so gut. Lyra hat Punkte gekriegt. Au, die explodieren, wenn sie... Ja, ein Saphir, Gift eines des faulenden Verstandes. Gut. Schön, dass wir uns jetzt einfach nochmal hochbuffen können, während wir unsere Wunden heilen. Für die zweite Welle. Nur leider sind die Sachen noch nicht wieder abgeklungen. Blutkantor, scharlachroter Wüter und noch ein Blutkantor. Not happening. Okay, da war ich noch nicht im Sichtbereich. Aber jetzt bin ich es. Na, ich muss schon zielen. Das ist manchmal etwas blöd, dass das mit dem Zielen noch nicht so richtig klappt. You can do something with your eyes. So. Durchdringung. Um den Blutkantor da hinten noch mit zu verletzen. So, sehr schön. Sie mal heilen. Sie hat jetzt nämlich auch schon zwei Wunden. Not a problem, boss. So, du kannst dein Feuer wieder hochkommen. Not a problem, boss. I will break you. Und dann haben wir den da noch weg. Als du den letzten Bandit des Schallroten Kurs erschlägst, die Halbtor-Terrorisierten, wagen sich die Bewohner wieder aus ihren Häusern. Verkaufsstellen nehmen ihr Geschäft wieder auf. Kinder spielen auf den schuttbedeckten Straßen. Der Dorfplatz fühlt sich mit Menschen, als das normale Leben in den Ruinen von Azur wieder aufgenommen wird. Da habe ich ja sogar mal was Gutes getan. Classic example of the Overlord's devastation. Like a battering ram, the edict cleared everything in its path, including the farmlands we need to keep the army supplied. If the Scarlet Chorus lack for provisions, they should stop expanding beyond their means. Short of that, you can eat each other for all I care. I'd rather snap that lobster shell around you and skewer the fleshy bits underneath. Ja, die haben was Probleme hier, hä? Also wir haben hier jetzt zwei Siedler, die wohl verantwortlich sind hier. Wir hätten hier Rastvorräte. Wir könnten auch mal rasten bei der nächsten Gelegenheit. Graus und Linkskralle Kera. Wir haben hier jetzt ein paar Leute, mit denen wir reden können. Ja. Fangen wir doch mal mit Isodra an hier. Wir leben in schwierigen Zeiten. Ach, viel hat sie nicht zu sagen. Du aber. Du bist das Schicksalsbinder, über den alle gesprochen haben. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Was machst du in Halbtor? Eigentlich ein bisschen was von allem. Ich kann mit Werkzeugen ganz gut umgehen und die Gebäude hier sind immer reparaturbedürftig. Was kann ich für dich tun? Was kannst du mir bei jenen in diesem Reich erzählen, die Kyros trotzen? Hier in der Gegend sind es nur die Tiermenschen, die sich gegen Kyros stellen. Wir stehen auf den Knochen von Azur, darunter aber liegen die Ruinen des Ahnenlandes der Tiermenschen. Als das Reich Azur mächtiger wurde, versklavten sie diese scheußlichen Kreaturen und verdammten sie zu einem Leben voll schwerer Arbeit. Seit Kern gefallen ist und das Edikt das Land verwüstet hat, haben die Tiermenschen damit begonnen, sich das Steinmeer zurückzuholen.
Wenn du dich in ihrer Gesellschaft befindest, dann sieh dich vor. Die Tiermenschen sind sehr territorial und es genügt die geringste Provokation, damit sie gewalttätig werden. Gewalt gegen Menschen ist immer gerechtfertigt, weil Menschen immer provozieren Tiermenschen. Stechen gespitzte Stöcke in Tiermenschen oder schneiden mit Worten. Als sie ihre Warnung knurrt, rollt sie ihre langsam gekrümmten Krallen ein. Beschuldige Tierfrauen nicht wegen geringer Geduld. Menschen nicht auch schlagen nach summend, beißenden, wimmelnden Fliegen? Hagen antwortet dem wütenden Biest nicht, was wahrscheinlich eine kluge Entscheidung ist. Er sinkt etwas in sich zusammen und leckt sich seine trockenen, sprühen Lippen. Bevor er wegschaut, wirft er dir aber stirnrunzelnd einen Blick, der siehst du zu sagen scheint. Na, leb wohl. So. Die pöbeln immer noch über den Tiermenschen. Wie kann ein einzelner Mann eine solch große Bande anschlachten? Gewiss ist er ein Archont. Ich bin kein Archont. Naja, okay. Man hat mich schon als Archont der Türme bezeichnet, aber das war's auch schon. Schicksalsbinder, Töter von Chormännern, Hüter des Friedens. Er eilt mit ausgebreiteten Armen auf dich zu und packt dich fest um die Hüften, bevor er seinen Fauxpas bemerkt. Schnell schreckt er zurück und klopft den Staub ab, den er zurückgelassen hat. Es kommen so viele verschiedene Gesichter durch die Siedlung, aber wie konnte ich die Person übersehen, die alleingang diese Verbrecher gerichtet hat? Also mögen sie den Chor wohl doch nicht so sehr. Es scheint, als ob jeden zweiten Tag neue Plünderer, Artefaktjäger oder sonstige seltsame Leute hier durchreisen. Das ist fast beruhigend, wenn du mich fragst. Sein Blick verweilt einen Augenblick lang auf Töte dem Schatten, dann schläft er und sein Gesicht nimmt einen sauren Ausdruck an. Und wenn es nicht die Art ist, dann ist es eine andere. Er wendet sich wieder dir zu und lächelt erneut, obwohl das Lächeln seine Augen nicht erreicht. Was ist andere Art, stärker als erbärmliche Menschenart? Sie kratzt ihre vernarbte, haarige Zitze, grinst und zeigt grausend dabei ihre Reißzähne. Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwelche Informationen über die Gegend? Was weißt du über die Türme im Steinmeer? Tief im Herzen des Tiermenschengebiets steht einer. Gefährliche Gegend. Da draußen tust du gut daran, doppelt wachsam zu sein. Er nickt ernst, bevor er fortfährt. Der andere wird von diesen Steinanbetern umlagert. Dort, wo dieser Steinkoloss endlich fiel. Steinkoloss? Ja, dieser Riese von einem Archonten, er ächzte und stöhnte, als er durch dieses Land zog. Hinterließ nichts als Zerstörung und reizte die Tiermenschen auf das Heftigste. Glaube, er fiel in der Nähe des Turms des Morgengrauens. Er kratzt sich am Kopf und grübelt. Einige der Händler hier im Dorf könnten dir bestimmt mehr erzählen. Ich weiß, dass sie Geschäfte mit Plünderern aus diesem Gebiet gemacht haben. Erzähl mir was über Halbtor. Lass mich mal sehen. Es wurde früher Ebentor genannt. Das war bevor Kern durch gelatscht kam. Schicksalsbinderin Kallio, das Delikt des Steins auf ihn wirkte und dabei tausende Leben zerstörte. Er schürzt die Lippen. Aber es gibt keinen gewonnenen Krieg ohne Verluste, zumindest wird uns das gesagt. So, ja, jetzt werden wir noch von dem Erdbeben heimgesucht. Viele Menschen haben ihr Leben verloren, andere ihren Besitz, aber andere Gegenden wurden von den Erdbeben viel härter getroffen. Man könnte sagen, wir waren im Auge des Sturms. Egal was passiert, du musst positiv in die Zukunft blicken. Es hätte schlimmer kommen können. Es könnte immer schlimmer kommen, Schicksalsbinder. Was weißt du über Kern? Was gibt es zu sagen, außer dass er unsere Leben zerstört hat? Wir werden von Erdbeben heimgesucht und haben so viele Freunde wegen ihm verloren. Nachdem hier alles zerstört wurde, ging er ins Steinmeer und da liegt er wohl immer noch. Sein Körper verwandelte sich in Stein und es heißt, er sei gefangen. Das verursacht die Erdbeben. Sein andauernder Todeskampf zerreißt unser Land, aber diese verdammten Geschmähten wollen ihn nicht sterben lassen, also leiden wir weiterhin. Weißt du, wo ich seinen Körper finden kann? Es heißt, er sei an einem Ort namens Heulfelsen. Heulfelsen, wie die Steinpirscher die Gegend nennen, war einst fruchtbares Ackerland. Heute ist es ein gefährliches Gebiet aus schroffen Gipfeln und Klippen, in dem die Schreie eines langsam sterbenden Archonten widerhallen. Aber ich bin kein Abenteurer. Mein ganzes Leben spielt sich hier in der Stadt ab, also habe ich nicht die geringste Ahnung, wie du dorthin gelangen könntest. Das Beste, was ich anbieten kann, ist, in der Stadt für dich herumzufragen. Irgendwer muss mehr wissen als ich.
Ja, wie hat den Kerzendurchmarsch das euer Leben hier so beeinflusst? Die Stadtbewohner haben angefangen, Plünderergruppen zu bilden und in das Steinmeer zu ziehen, um nach Artefakten und anderen Schätzen zu suchen. Das Problem ist, dass das Steinmeer gefährlich ist und diese Plünderer jedes Mal, wenn sie die Siedlung verlassen, ihr Leben gefährden.